Am vergangenen Tag haben sich folgende Änderungen ergeben. In Richtung Charkow finden Stellungskämpfe an den Siedlungslinien Kasachja Lopen, Lipzig, Trnavaja und Rybezhnaja. Die russische Luftabwehr schießt aktiv feindliche Drohnen ab. In Richtung Izum geht der Angriff auf Krasny Liman weiter, wo die Truppen der Russischen Föderation und der LDNR von Drobuschowa und Stawki reingegangen sind. Der nördliche Teil der Stadt ist unter russischer Kontrolle. Die Truppen der Streitkräfte der WSU wurden aus den angrenzenden Wäldern in Richtung Schurowo vertrieben. Dort gehen jetzt die Kämpfe weiter. Die Frontlinie verläuft entlang der Eisenbahn, wo sich die WSU zurückzog und im südlichen Teil der Stadt Fuß fasste. In der Region Kramatorsk wurde ein ukrainisches MiG-29-Kampfflugzeug abgeschossen. In Severodonetsk fanden Straßenkämpfe statt. Im Moment haben russische Truppen auf der anderen Seite von Seversky-Donezk Kräfte gesammelt und kämpfen um das Dorf Bilgarovka, dessen Eroberung die Einheiten der WSU von den Hauptkräften in Severodonetsk und Lysychansk abschneiden wird. In Richtung Soledar wird im Nowaja Kamjanka-Strjabowka und Akovlevka weitergekämpft. Die Streitkräfte der Ukraine erhalten trotz des Beschusses der Straße Soledar-Lysychansk weiterhin Nachschub. In Richtung Donezk nach dem Zusammenbruch des Svetlodarskaja Bogens setzen russische Truppen die Offensive fort. Nach Marinowski wurden Mironowka mit angrenzendem Dorf Wozorozhdeniye genommen. WSU hält weiterhin Nowoluganskaja. Die Verteidigung von Artyomovsk wird vorbereitet, wo die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine beschossen werden. Die russische Artillerie hat im Dorf Rasdolovka ein Lagerhaus mit 155 mm Granaten für die amerikanische Haubitzen M77 zerstört. Das Kommando der DNR sagte, dass sie die Stadt Awdijiwka nicht stürmen werden. Es befinden sich dort starke befestigte Gebiete der Streitkräfte der Ukraine. Stattdessen werden die Teile der DNR die Stadt umgehen und blockieren.